Oh. Ah, super. Sehr schön. Ah, okay, sehen wir zusammen. Alles klar. Also von Pace, Pace, mio Dio, von gestern zu Dorita. Ganz andere, eine ganz andere Welt. Alles klar. Okay. Also wollen Sie dem Publikum sagen, was Sie singen? Ja? Ja. Okay, und was singen Sie? Was singen Sie? Ich singe die Arie der Magda, Sogno di Doretta, Von? von Puccini, Von der Oper? aus der Oper La Rondine. Hat und ja, eine Arie, eine Opernarie vorgetragen hat, kann nicht verstehen, kann nicht wissen, wie schwer es ist, hier zu stehen. Man muss es einmal erleben. Also man fühlt sich beobachtet, 2000 Augen, die dich beobachten. Ja, die Leistung, ja, man möchte das Beste geben. Also ich denke, bravo! Also ich finde es sehr, sehr, sehr mutig immer wieder, weil ich bin hier gestanden, ich weiß, was es heißt, ich weiß, was es bedeutet. Also ja, ich möchte schauen, ja, wie wir dir ein bisschen helfen können. Also brava für den Mut, das ist keine leichte Arie, es ist sehr, sehr anders als die gestrige. Gestrige Arie war Pace, Pace, mio Dio vom Macht des Schicksals von Verdi, ja, da habe ich dich mehr at ease, wie sagt man at ease, wohl gefühlt. Hier, ich muss verstehen, ob es wirklich eine technische Sache ist oder vielleicht, ob die Tessitur ein kleines bisschen zu hoch ist. Könnte auch sein. Eine der schwersten Sachen für uns Sänger, also, first of all, deine Stimme ist unglaublich schön. Ich war da und ich.
Ja, echt. Ich war da und ich habe zugehört. Ich habe gedacht, also wenn ich ein Mann wäre, ich würde mich sofort verlieben. Weil es ist so, meine Güte, wie eine Streichelung. Es geht durch. Ich meine, ich war da so, ja, noch ein bisschen. Also ich könnte stundenlang zuhören. Die Stimme ist wirklich von solch einer Schönheit. Erst einmal, okay? Und das ist kein Kompliment. Das ist wirklich so ein gesegnetes Instrument. Now, ich habe gehört, die Schwierigkeiten. Let's see, ob wir das klären können oder ob es vielleicht ein bisschen zu hoch die Arie ist. Könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Das schwebt natürlich höher als Pace Pace Mio Dio. Ja, es ist eigentlich für ein Soprano, ja, leggero oder wer wirklich, wirklich, wirklich very easily da oben steht, right? So, wir müssen auch schauen. Eine der wichtigsten und schwersten Sachen ist zu verstehen, wer wir sind. Manchmal, man möchte unbedingt Tosca singen und man ist keine Tosca. Man möchte unbedingt Cavaradossi singen und man ist kein Cavaradossi. Und man macht sich kaputt und man wird verrückt, weil ich möchte, das ist mein Ding, ich liebe das. Aber vielleicht, ja, deine Mutter und Gott und so weiter, sonst hat dir eine andere Stimme gegeben. Man muss verstehen, ja, was zu unserer Stimme passt. Ja, wir werden sehen. Das ist für mich eine offene Frage. Noch. Ich bin nicht sicher, ob das. Aber ich kann mich irren, wir werden sehen. Okay, can we start again? Ich mache es so ein bisschen weg, damit alle dich sehen können. Ja? Können wir wieder versuchen? Heißt Bacio? Kuss. Also ein bisschen mehr, also nicht Bacio, Bacio. Die Art, wie du das sagst, wir müssen es förmlich fast sehen oder spüren, dieser Bacio. Ja, ein bisschen längere Vokalen, ein bisschen mehr Intention und auf das B auch ein bisschen planen. Länger. Bacio. Länger. Also ein bisschen mehr schon, ja, ein bisschen mehr Raum und den Atem willkommen und ja, es ist so, als wenn man wirklich Raum macht, aber wirklich, wirklich, nicht ein bisschen, wirklich, wo sich alles trifft, Zunge, Willem, also Gaumen, Pharynx, alles, dann braucht man, und dann ist es fast wie, hä? Boom, es ist schon da, what? Wie ein Alien, der runter, weil
Die Tür ist auf. Bei dir ist es ein bisschen zu und du machst, oh meine Güte, ist das anstrengend. Saugen. Und ich höre es und es ist ein bisschen instead of, anstatt von. Boom. Boom. Ja, können wir aufpassen? Ja. Raum. Ja, wo du. Okay. Sí. Also, inhalare. Das ist sicherlich nicht für mich. Es ist zu hoch. Ich werde es nicht schaffen da oben, aber in diese Richtung. Verstehst du? Ich inhaliere und ich bin todmüde. Ich habe gestern 8 Stunden gesprochen, heute Morgen. Ich habe wenig geschlafen, ich habe nicht vokalisiert. Wieso geht es? Wieso? Weil ich ein Genie bin? Nein. Ich inhaliere das. Es ist ein sehr, 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 sehr dünner Faden, ja, von Atem. Ja, das ist wichtig. Und da. In diese Richtung. Da ist F, H, O. Da ist F, da ist F, H. Das heißt, kein Stimmbandschluss. No, Stimmbandschluss, bitteschön. Also, nach dem Konsonanten sofort Vokal und die Transition pflegen. F, nicht F. Kleiner, nicht den Mund so, ah, so ein bisschen kleiner, ein kleiner Faden, ja. Kannst du ein Staccato machen? Staccato? No, das ist nicht Staccato. Yeah. Staccato ist von hier, von unten und von unten. Es ist, ja, aufpassen, ne? Du hast dich ein bisschen gewöhnt, hier zu arbeiten. Aufpassen, bitte nicht, ne? Nicht das, ne? Es ist mehr, es ist wie, wenn man krank ist und man, wie sagt man auf Deutsch, man erwürgt sich, man, es ist von unten und nicht von, nicht diese, nicht der Hühn, der Hunde, den Hals, no, von unten, besser. Besser, okay, also, da muss ein kleines bisschen Involvierung, der Körper ist nicht da. Der Körper ist nicht da und deswegen kompensiert die Kehle und die Kehle macht die Arbeit. Und deswegen die Anstrengung und deswegen die Luft. No. Von hier, mit der Muskulatur. Also die innere Muskulatur. Okay, diese Muskulatur, ja? Yes.
Okay, und jetzt mit der Muskulatur. No. Calma. Sì, calma. Calma. Eh? Mit der Muskulatur, eh? Was kommt noch? Ah ja. Staccato. Von unten. Ecco. Okay. Achtung. You want to work here. Du möchtest hier arbeiten. This is das Problem. Ja. Nein, bitte schön nicht. Never, ever, ever. Was ist das? Dai, come on. No. Ja, du bist oben. Ich habe es geschafft. Was ist denn das? Ein Doll, meine Güte. Unglaublich. Okay. Ja, aber ich habe es. I don't know. Miracle. Wundern passieren auch. Manchmal. Auf jeden Fall ein E. Also lächeln ein bisschen ins vom Vertikal. Das ist vertikal. Allora, ein Soprano von deiner Art würde ich sagen, es ist ja persönlich, es gibt nicht so Regeln, zu diesem Ton musst du von vertikal zu horizontal und es ist so, no, es ist sehr persönlich. Aber sicherlich, allora, A, sicherlich vertikal, da kann ich wirklich schwören, A, B auch, H müssen wir sehen, was du brauchst, das hängt auch von der Gewicht der Stimme, von der Anatomie. Es gibt Sopranen, die können es noch vertikal, andere Sopranisten, die müssen schon horizontal. Da muss man ein bisschen schauen, aufpassen. Auf jeden Fall, wir haben ein A und ein C. Allora, A vertikal, C horizontal. Oh, wow. I'm happy. In the sense, I'm doing it because, weil ich mache die Position. Die Position von Dracula. Ich gehe wirklich ins Lächeln, ins E. Kannst du auch versuchen. Ich glaube, ich meine, du solltest es schaffen. Wenn du das, ich glaube, dann die Position war einfach nicht da. Und deswegen war es so heavy. Ja? Und auch was nicht da war, die Muskulatur, siehst du, manchmal sind es technische Sachen. Ja? Hm? Versuchen wir diese Sachen umzusetzen. Ja, und dann und mit der Muskulatur. Ja, und nicht nach vorne, sondern nach hinten. Ah, hinten. Immer. Wo ist dein Instrument? Hier. Wo? Okay, es ist nicht da, oder? Es ist auch nicht hier, es ist auch nicht hinter den Zähnen. Wo ist your music box? Wo ist wie eine Geige, wie eine Gitarre? Wo ist es? Es ist hier, es ist dein Kopf, es ist in deinem Mund, der Velum. Es ist alles hier, so als ob du innerlich, ja, wie eine Kathedrale und nicht vorne. Natürlich, wir wollen alle, dass die Stimme forwards geht. I know it. But it's like, you know what? Like a hi-fi speaker in stereo, okay? Here are your hi-fi speaker. Don't go outside of your hi-fi speaker. Die Stimme geht dann Nord, Süd, Ost, West. Überall. Ich mache nicht. Okay? Ich muss nach vorne, weil sie sind da. Das wird sofort schrill. Ich bleibe in meinem Instrument, wie eine Pipe Organ. Ja, Pipe Organ? Ja. Und dann, du änderst das und du gehst zum Lächeln, zu dem E. Aber immer, und es ist nicht diese. Das ist Samba. Es ist drinnen. Es ist eine innere, ja? Nicht nur oberflächlich, das macht nicht. Ich kann es auch so machen, während ich rede, passiert nichts. Es ist drinnen.
wie wenn man ja, unbedingt eine Toilette braucht und man findet sie nicht, weil man muss, Entschuldigung, wenn ich so brutal bin, aber dann, wir sind alle erwachsen und wir verstehen uns besser, wir müssen Pipi halten und oh, es ist drinnen, es ist nicht draußen, das macht nichts. Es ist drinnen. War es giusto? Oh, okay. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Aber ich brauche viel Mut. Viel Mut. Ja, zu singen braucht man Mut, das ist wahr. Vor allem vor Leuten zu singen, braucht man noch mehr Mut. This is true. The good news of the day ist, du bist mit mir. Ich bin dir hier, um dir zu helfen. Eins, Maria ist hier, um dir zu helfen. Michelle ist hier, um dir zu helfen. Die Kollegen, glaube ich, lieben dich alle und diese Menschen auch. So, das ist wie eine Familie. Das ist ruhig. Das ist alles gut, alles schön. Sie sind, oder? Ihr liebt sie, oder? Ja, sie haben ein Ja gesagt. Deswegen machen wir nicht, sie wollen mich köpfen und wenn ich es nicht schaffe, oh meine Güte, was wird passieren? Nichts wird passieren. Ja, ich denke, sie haben nur Respekt vor dir, für dich. Sie denken, wow, dieses Mädchen, diese Frau, was sie unglaubliche Dinge macht. Ich denke nicht, dass die Leute, die da sitzen, das können, was du machst. Ich denke, you're doing something extraordinary. Extraordinary, verstehst du? Ja. Ah, okay. Okay, alles gut. Allora, und mit der inneren Muskulatur. Spürst du sie innen? Drinnen, nicht draußen, drinnen, okay. Much better. Much better. And I think, ich denke, das kannst du singen. Das kannst du singen. Ich hatte am Anfang einen kleinen Zweifel. Ich denke, das kannst du singen. Es ist nur eine technische Sache. Nein, ich habe nur gedacht, naja, mal sehen, ob es vielleicht ein bisschen, kann sein, ein bisschen zu hoch ist. Ja, meistens, das ist für eine bisschen leichtere Stimme. Aber ja. Wenn du, meine Güte, macht des Schicksals und La Rondine singen kann, Chapeau, mein Gott, also I don't know, ich weiß nicht, wie du das machst, aber gut für dich, wenn du das kannst. Oh, Sognador, hast du gesehen den Unterschied, ja, mit dieser inneren Muskulatur, wie wichtig das ist, weil du hörst auf, you stop doing, oh ja, no, bitte nicht, es ist innerlich, hier drin, ja, können wir das Ende... Oh, Sognador. Maria, per favore. Okay, und können wir einen Moment, einen Augenblick wieder zum Do? Weil wenn du dieses La Do schaffen kannst, dann schaffst du die ganze Arie. Allora, ja. Sì, just a moment, then I have to stop. Allora, chi la sottil carezza, Maria, scusa, grazie. Stop.
nicht zu lang, ruh dich aus. Okay, und nicht laut werden. Nicht laut werden, du bist laut. Verstehst du? Ja, ja, ich du bist verstehe. Laut. Mehr diese Morbidez finden. Nicht, oh, nicht dieses. Ja, bitte. Ich denke, dass wenn ich es kann, kannst du es auch. You've been better than me. Oh, komm. No, da ist nicht die Muskulatur. Du machst die Kehle zu für den Piano. Du machst zu, um den Piano zu sorgen. No, Kehle auf, Muskulatur. Von unten. Das kannst du, das ist möglich. Komm. There is something technically that you have to, dass du fixieren sollst. Du hast für eine Weile, I'm quite sure, ich war nicht da, aber ich denke, du hast ein kleines bisschen mit der Kehle, weil wenn ich dich gearbeitet, wenn ich dich frage, mach ein Staccato, du machst es hier. No. Es ist unten. Ah, ja. Man muss wieder ein kleines bisschen polieren, ne? Technisch. Es ist möglich. Ja. Nur Legato ist more difficult, ja. Das versteht jeder. Ja, aber das sind dieselben Muskeln, die einfach länger halten. Ja, und nicht hier. Das machen wir eine Katze und schnell und schnell und schnell, damit du lernst, das zu benutzen, ein kleines bisschen mehr. Nur das. Okay. Ja, du hast die Note natürlich. Du kannst die Arie singen, wenn du sie mit der Muskulatur singst, in der richtigen Art und Weise. Und wenn du zum C auch mit dem richtigen Raum gehst, ist machbar. Du hast das. Du hast es in der Tasche. Es war nur einfach ein bisschen nicht ganz gut strukturiert, der Plan, wie ein Architekt. Man muss wirklich einen Plan haben. Ich glaube, jetzt hast du einen Plan oder nicht. Du kannst damit arbeiten zu Hause. Mit dieser inneren Muskulatur mehr arbeiten und von Vertikalität zu Horizontalität. Was denkst du? Ja, ich denke, es ist möglich. Was denkst du? Ist es möglich? Ja. Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, du kannst es machen. Mhm. Ja, weil ich meine, in einer halben Stunde oder weniger haben wir es schon viel verbessert. Und wenn du daran arbeitest, ja, eine Woche, einen Monat, whatever it is, das geht schon in Ordnung. Ich denke, du kannst das machen. Ja? Weil die Stimme hat diese Flexibilität, diese Morbidezza. Aber bitte, bitte nicht hier arbeiten. Ja. Von unten. Mhm. Kannst du diese innere Muskulatur, diese innere, ja. Mhm. Ja? Klar? Klar. Brava. Dankeschön. Okay. Vielen Dank. Bitte. Brava, bravissima. Nice.